Wieder schlagen wir unser Reisebuch auf und stellen fest, es regnet wie aus Kübeln. Was liegt da also näher, einen Museumsbesuch in der Ordensburg von Heilsberg zu unternehmen? Die Burg kann man von den Kellern bis in das Obergeschoss hinauf besichtigen. Wir beginnen den Rundgang durch die Burg im Arkadienhof. In der Burg wurde das Museum für das Ermland untergebracht. In den stilvollen Räumen werden Sammlungen von Skulpturen, Gemälde und Möbeln präsentiert. Beeindruckend ist das Sternengewölbe im großen Speisesaal. Über einen kunstvoll gestalteten Kreuzgang kommen wir zur Burgkapelle. Die barock ausgestattete gotische Kapelle ist das Juwel in der Burg. Der große Saal beeindruckt nicht nur durch sein Deckengewölbe, auch die Wandmalereien sind beachtenswert.
Im Saal wird auch eine Sammlung mittelalterlicher ermländischer Skulpturen gezeigt. Im Dachgeschoss der Burg hängen Bilder aus verschiedenen Epochen. Wir gehen jetzt hinab in das Kellergewölbe der Burg. Hier befindet sich neben ein paar Hinweise zur Geschichte der Burg auch ein Waffenmuseum. Nach einem Rundgang durch die Burg von gut 2 Stunden schließen wir für heute das Reisebuch.